Ich wollte mal eine Sache gucken. Chat, wie geht das hier nochmal mit diesen... Warte mal. Wir haben... Oha, wir haben voll viel neue Aufhebungssperrenanfragen. Können wir auch ein Dings machen, oder? Machen wir ein Entbannungsanträge-Dings? Chat, habt ihr Bock? Also ihr wart fleißig, Mods. 32 Anträge ist ordentlich. Hetze. Ist der am Hetzen, oder was? Ja, der Bruder hat geraged, aber anders geraged. Aber ist auch alles gut, Bruder. Weil wenn du in den Entbannungsantrag reinschreibst, was für Sperre bist du, Junge. Dann ist mir auch egal, was du gemacht hast, Sohn. Wie heißt Playboy auf Twitch? Was streamt der jetzt oder nicht? Okay, sorry, du Mod. Sorry, aber was war das gemacht? Wenn ja, tut's mir leid. Sorry, du Mod. Warum wurde ich gebannt? War doch nie hier. Ja, du hast woanders beleidigt, du. Warte, bevor ich beleidige, guck ich mir das an. Ja, Bruder. Bruder, ist wirklich... Manche Leute sind so bodenlos, Alter. Ihr seid alle HS. Ihr seid alle HS. Ihr seid alle HS. AMK, lass mich in den Chat. Das ist auch eigentlich genau mein Humor. Das ist genau mein Humor eigentlich. AMK, lass mich in den Chat. Ich sag euch, wie es ist. Scheiß drauf, einfach so, Digga. Wenn er nochmal beleidigt, fliegt er nochmal raus, ganz einfach. AMK, ist ja gut, komm. Beleidigung. Immer so unnötig. Family 100 mal besser, lösch weiter. Du Eismod. Den habe ich beleidigt, die Söhne. Liebe Mods, ich frage mich, warum ich nicht mehr in den Chat schreiben darf. Ich bin jetzt das zweite Mal hier und in den Livestream dabei und konnte in beiden Streams nichts reinschreiben. Ich bitte die Mods, diesen Fehler zu beheben. Mods, ihr habt den Fehler gemacht. Er hat so einen richtigen Aufsatz geschrieben, so an die Mods, so an Amazon Support Team. Sohn HS Huso. Er schreibt, guck mal, wie er das schreibt. Er schreibt... Sohn HS Huso, damit auf jeden Fall klar ist, dass er nicht Hammer Stream meint. Aber ich entschuldige mich, falls ich was böse gemacht habe. Das ist süß. Keine Ahnung, will bitte wieder in den Chat sehen. Er hat bitte gesagt. Immerhin. Du Hund, halt die Fresse. Naja, guck mal, sein Konto ist am 10. Februar erstellt. Und am 20. schreibt er, nee, am 11. Am 10. Februar erstellt und am 11. schreibt er, du Hund, halt die Fresse. Scheiße. Ja, lassen wir das auch so, Bruder. Ich werde deinen Hund verbrennen, Schmutz, Motz, HRS. Wahrscheinlich meint er, bist du beschnitten. Was denken sich manche Leute, ich schwöre. Was denkt er sich? So einen coolen Humor, der Typ, weißt du, aber er schreibt vorher halt, ich hab jetzt vergessen, was er geschrieben hat, ich töte deinen Hund oder so. Warum, welcher Mensch schreibt rein in ein Dings, ich töte deinen Hund? Wie kann man denn so ein Hurensohn sein? Und dann schreibt er, bist du beschnitten, was ich irgendwie, keine Ahnung, witzig finde, ich weiß auch nicht warum. Das ergibt keinen Sinn, was du sagst, sorry, aber wo ist der Sinn, selbst danach zu suchen, wenn man auch einfach im Chat fragen kann. Können Sie ist hier Twitch, at Armin, jetzt wird gewandt, dort rein, ist dein Kickstream. Du dreckige Mutter pusht Pi, du schwanzlutschender Bastard. Selber. Aber kann ich ihm jetzt antworten, theoretisch? Zum Beispiel, wenn ich jetzt der Meinung bin, okay, ich sag ihm jetzt, weil er weiß ja jetzt zum Beispiel nicht, ne, warum. Könnte ich ihn jetzt antworten und dann sagt er, ja, okay, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Geht sowas? Oder muss ich eine Flüsternachricht schreiben auf Cringe? Da habe ich keine Lust drauf, dann bleib lieber gebannt. Chat, weiß das wer? Er bekommt ihn. Bist du sicher? Ich glaube nicht. Ach so, ja, aber dann habe ich ja mich ja auch schon entschieden. Ja, dann tut's mir leid, Digga. Hättest du dich entschuldigt vielleicht? Aber das ist halt auch, das finde ich halt auch schwierig, so, weißt du? Er kann sich ja nicht entschuldigen, wenn er nicht genau weiß, warum. Ines Daddy suck my dick. Mies Mods, hallo Mods. Das kommt mir so vor, als wollte er gebannt werden. Sorry, war mein kleiner Bruder. Klassiker, ne? Sorry, war mein kleiner Bruder. Aber glaubt man sowas auch dann? Wenn das so Klassiker ist? Glaubt man sowas? Also wenn jedes Mal, also wenn alle zwei, drei Tage dein Bruder rankommt, dann juckt's mich auch nicht, Bruder. Du Hund, ich fick dich, du Hure. Dein Account ist so scheiße, geh dich vergraben.
Hatte langweilig, sorry, wenn du nicht entsperren willst, musst du nicht. Warum will ich nicht? Keine Lust. Was geht? Hammer Stream, deine Mutter. Hammer Stream. Deine Mutter hat's doch, Bruder, hättest du nicht deine Mutter geschrieben, hätte ich verhindert. Erstmal 5 gegen Video auf Frau Lörres. Meint ihr, Frau Lörres ist geil in Real Life, Bruder, die ist 17. Wie Justino immer in der Nähe von Trimax ist, um Hype abzustauben. Hat er recht? Haha, keine Zuschauer. Mehr Karma, Bitch. Ja, okay, wenn du dich auch nicht mal also hätte sich entschuldigt oder so, hätte ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Ja, habt jetzt eh das, was ihr immer wolltet, ihr Nitten. Jetzt kannst an Abus Eier löschen, wie du willst. Interessiert keinen mehr, wie Abu gleich zu Mods rennen. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich das hier reinschreibe, ob das bei ihm ankommt. Guck mal, für so eine Unterhaltung wird man hier permabannt. Versucht den ganzen Leuten mit Halbwissen mal was beizubringen, wird im Chat angefeindet und dann kommt permabann mit dem provozierenden Dings. Aber wenn er schon so, Bruder, ist schon so ein... Oh, wenn ich das lese, krieg ich schlechte Laune, Bruder. Will ich nicht. Das war's. Hat irgendwie Spaß gemacht, oder?